Weil es wohl zu aufwendig und zu teuer war, ihn nach dem Zweiten Weltkrieg zu sprengen, prägt seitdem dieser Bunker das Stadtbild am Hamburger Heiligen Geistfeld. Zwar vielfältig genutzt, von den einstigen Anfängen des westdeutschen Fernsehens hier Anfang der 50er Jahre bis zum heutigen Kulturzentrum, aber immer eben ein Stahlbetonkoloss in tristen Tönen. Bis jetzt. Denn nun soll der Bunker über sich hinaus wachsen und mittendrin in Hamburg zu einer grünen Oase in luftigen Höhen werden. Julia Wackett berichtet. Fliegende Bäume über dem Himmel von St. Pauli. Das wird in den nächsten Wochen noch häufiger vorkommen in dem Hamburger Szeneviertel. Der Bunker am Heiligen Geistfeld bekommt ein grünes Dach. 4.700 Bäume und Pflanzen sollen dieses Dach und Teile der Fassade von Grau in Grün verwandeln. Die ersten wurden jetzt eingepflanzt. Felix Holzapfel-Herziger hat sich ausgedacht, welcher Wald über den Dächern wachsen soll. Unsere Idee war, dass es eben ähnlich dem Stadtteil, also bunt, lebendig, mehrere Generationen wild zerzaust, also auch zu dem Stadtteil eben besonders passt. Deshalb haben wir auch hochgewachsene Wacholder, breite Kiefern, dann wird das noch ergänzt mit Feldahorn, Felsenbirnen, also ist ganz gemischt. Der Bunker in St. Pauli soll zu einem Vorzeigeprojekt für grüne Architektur werden. Wissenschaftlich begleitet die Begrünung Klimaexperte Marco Schmidt und sein Team. Mit Sensoren werden Daten zu Verdunstung und Wärmespeicherung gemessen, erzählt er uns. Die Pflanzen verbessern nicht nur das Klima, sie nehmen auch Wasser auf, entlasten so die Kanalisation und schützen vor Überflutungen bei Starkregen. Ein Problem besonders in Städten. Eigentlich war ja mal alles Wald, ne? Und in dem Moment, wo man das austauscht gegen Beton und Asphalt, wird es warm. Und wir haben Starkregenabflüsse. Und um diese Temperaturen zu reduzieren, brauchen wir die Vegetation. Die müssen wir wieder zurückholen. Und da bieten sich natürlich die Gebäude an, vor allem auch die Dächer. Wenn vollständig begrünt, soll der Bunker einmal so aussehen. 5 zusätzliche Stockwerke, die Dachterrasse offen für alle, Eintritt kostenfrei. Nicht alle Anwohner sehen das Projekt positiv, denn es entsteht auch eine Halle für Konzerte, dazu noch ein Restaurant, eine Bar und ein Hotel. Kritiker befürchten eine Kommerzialisierung, noch mehr Touristen im Viertel und dass der Denkmalcharakter des Bunkers verloren geht. Sie sieht vor allem die Chancen. Urte Usling, Sprecherin des Vereins Hildegarden, der 2014 die Idee für den grünen Bunker hatte. Ja, es ist ein historisches Gebäude und ja, es steht auch unter Denkmalschutz. Aber die ganze Geschichte des Bunkers hat man in den letzten gut 70 Jahren auch nicht aufgearbeitet und gar nicht gezeigt. Viele Leute, die hier ins Übel und Gefährlich zum Beispiel gehen und tanzen, wissen gar nicht, in welch einem Gebäude sie tanzen. Der Bunker auf St. Pauli hat sich über all die Jahre immer wieder gewandelt. Im Zweiten Weltkrieg standen auf dem Betonkoloss noch Flugabwehrgeschütze. Außerdem bot er bis zu 25.000 Menschen Schutz vor Bomben. Nach dem Krieg wurde er ein Ort für Musiker, Fotografen und Medienschaffende. Der damalige Nordwestdeutsche Rundfunk produzierte 1952 hier die erste Tagesschau. Guten Abend. Später wurde der Bunker zum Ort für viele Hamburger Partys und Konzerte. Urte Usling kennt fast alle Geschichten des St. Pauli-Bunkers. Weiß zum Beispiel, dass Hitler vorhatte, den Bunker nach einem Sieg in weißen Marmor zu kleiden. Stattdessen wurde der Bau nach 1945 zu einem Symbol des Friedens. 1981 hat Johannes Hartmann diese Parole, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, auch das erste Mal auf die Bunkerwand gesprüht. Und von hier hat diese Parole dann auch den Weg um die Welt gefunden. Gedenk- und Erinnerungsorte sollen auch in Zukunft an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnern. 60 Millionen Euro kostet der Umbau, finanziert von einem privaten Investor. Anfang kommenden Jahres soll alles fertig sein. Auch die grüne Dachterrasse inmitten der Hamburger Wahrzeichen.